Das Horrorszenario schlechthin ist, wenn deine SD-Karte vom Miniserver an einem Sonntag kaputt geht und du plötzlich im Dunkeln sitzt und nicht weißt, was du dagegen tun kannst. Ich werde dir heute genau dieses Thema nahebringen und dir erklären, was du dagegen tun kannst, damit, wenn dir dieses Szenario passieren sollte, du dann nicht im Dunkeln sitzt, sondern vielleicht nach einer Stunde oder so das Ganze wieder funktioniert. Und nach dem Intro geht's los. Und damit hallo zum heutigen Video. Ja, das ist so ein kleines Horrorszenario, was man sich irgendwie ausmalt und viele Leute verschließen halt davor so ein bisschen die Augen und sagen, ach Mensch, mir passiert das schon nicht, alles wird gut gehen. Und dann, wenn es dann passiert, dann ist man meistens ratlos und weiß nicht, was man machen muss und rennt dann durch die Foren und schreit quasi um Hilfe oder sucht nach Beiträgen, wo erklärt wird, wie das funktioniert. Im richtigen Horrorszenario hast du dann auch keine SD-Karte zur Hand. Es ist Sonntag, alle Shops haben geschlossen und du sitzt im Dunkeln. Genau dem wollen wir halt heute so ein bisschen vorbeugen. Das heißt, ich werde dir jetzt erzählen, wie du es schaffst, automatisierte Backups einzurichten. Das machen wir natürlich mit Hilfe des Logsberrys und werden da ein Plugin installieren und das dann benutzen, um regelmäßig Backups zu machen, dass halt wirklich jeden Tag halt ein frisches Backup erstellt wird und du dann darauf zurückgreifen kannst. Hinzu kommt, dass du dir unbedingt eine zweite SD-Karte kaufen solltest. Das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt die von Loxone sein, sondern so eine normale 8 GB Karte reicht für den Fall. Das heißt, wenn dein Miniserver mal ausfallen sollte aufgrund der SD-Karte, kannst du die benutzen, reinschieben und dir dann bei Loxone eine vernünftige bestellen. Oder du bestellst dir gleich eine vernünftige, die halt die gewissen Schreibraten und sowas aufweist, damit du die dann einfach benutzen kannst. Ja, wenn du dann so eine Karte zu Hause hast, ist es relativ einfach, das Backup vom Bloxberry auf diese Karte zu spielen, Karte in den Miniserver rein und alles läuft wieder, als wäre nie was gewesen. Das schauen wir uns jetzt alles an. Das heißt, wir gehen jetzt an den Bloxberry, richten das Plugin ein und dann zeige ich euch, wie ihr die SD-Karte formatieren könnt und mit dem Backup bespielt, dass sie dann für den Miniserver einsatzbereit ist. An den Rechner und los geht's. Ich habe natürlich wie immer das Plugin für das Backup schon installiert. Ich zeige euch trotzdem mal ganz kurz, wie ihr das findet. Das heißt, man klickt auf das Plugin-Archiv, kann dann hier in der Suche nach Backup einfach suchen. Genau, hier gibt es drei verschiedene. Das erste ist halt das Backup für den Bloxberry. Das wollen wir uns heute nicht anschauen. Wir wollen ja für den Miniserver Backups erstellen. Deswegen habe ich mich für das hier entschieden. Wenn man hier draufklickt, ihr kennt das Prinzip, könnt ihr halt hier einfach die Datei kopieren, geht dann, oder den Link besser gesagt kopieren, geht dann hier zurück ins Plugin-Archiv, Plugin-Verwaltung und könnt dann hier oben ganz normal das Plugin installieren. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr natürlich hier diesen Miniserver-Backup und wenn ihr da drauf geht, sieht es bei euch wahrscheinlich so aus und ihr müsst dann natürlich erstmal konfigurieren. Ihr seht hier oben, dass ich halt schon einige Backups erzeugt habe. Und wenn wir jetzt mal runterschauen, haben wir hier generelle Einstellungen. Das heißt, wir können einstellen, wohin das gespeichert wird. Ich speichere das aktuell auf der SD-Karte, was nicht empfohlen ist. Ich sollte mir da definitiv noch einen USB-Stick ranstecken, um halt dann die ganzen Backups auf den USB-Stick zu packen. Und dann ist es halt im Falle eines Ausfalls auch ein bisschen einfacher. Dann ziehe ich einfach den USB-Stick ab, gehe an meinen Rechner und habe direkt Zugriff auf die Backups. Man kann sich Zusammenfassung per E-Mail schicken lassen, das habe ich aber ausgestellt, weil mich das nicht interessiert. Die Protokollierung ist dann einfach Logdateien, also welche Stufe der Logdateien halt hier geschrieben werden soll. Ich habe das bei mir eingestellt, dass nur Fehler geschrieben werden sollen. Da könnt ihr dann mal gucken, das liegt halt dann je nachdem daran, wie ihr das gerne haben wollt. Und dann haben wir hier unten die Konfiguration des Miniservers. Und wir können da sagen, wohin ihr das speichert, wie der Intervall ist. Ich habe den bei mir auf einen Tag. Das heißt, jeden Tag wird ein Backup gemacht. Der Typ ist 7-Zip-Archiv. Ihr könnt halt hier auch andere Sachen auswählen, wie zum Beispiel unkomprimiert oder halt einfach nur ein Zip-Archiv. Aber ich möchte halt nicht so viel Platz verbrauchen. Deswegen nehme ich halt hier so ein 7-Zip-Archiv. Und dann die aufzuhebenden Sicherungen habe ich gestellt auf 7. Das heißt, die letzten 7 Tage habe ich dann sozusagen ein Backup. Und dann, wenn ein neues Backup erstellt wird, wird ein altes sozusagen einfach rausgelöscht. Und das ist jetzt schon die ganze Magie. Und man kann dann halt hier jetzt einfach sagen, mach mal eine Sicherung vom Miniserver. Und dann
macht er das halt und dann sollte die gleich hier unten auftauchen. Er sagt jetzt, dass er fertig ist. Ich werde mal die Seite neu laden. Und dann sehen wir hier, wir haben heute den 15. November, heute 12.28 Uhr. Das ist die letzte hier unten. Und ihr seht halt, dass vorne einfach jetzt eine rausgeflogen ist. Und wenn ihr jetzt doppelklickt, könnt ihr euch die zum Beispiel einfach runterladen. Dann habt ihr die auch auf dem Rechner und das ist relativ einfach. Wenn jetzt bei euch das Worst-Case-Szenario eintreffen sollte, dass euch eine SD-Karte abraucht, dann ist es natürlich praktisch, wenn ihr eine SD-Karte rumliegen habt, die ihr dann erstmal benutzen könnt oder vielleicht sogar eine von Luxon als Backup irgendwo liegen habt, die ihr dann einfach bespielen könnt. Ich habe jetzt keine von Luxon, ich habe jetzt einfach eine 16 GB Karte mir irgendwo aus meinem Schrank gekramt und benutze die jetzt einfach, um euch mal zu zeigen, wie man die SD-Karte neu formatiert, dass der Miniserver dann auch mit der neuen Karte funktioniert. Ja, das heißt, wir haben unser Backup jetzt runtergeladen. Was ich jetzt machen muss, dadurch, dass ich ein 7-Zip-Archiv habe, muss ich jetzt in meine Downloads gehen, muss mir das hier entpacken, dass ich halt hier einen Ordner habe. Dann kann ich das hier wieder löschen. Dann muss ich in mein Windows-System gehen. Ich arbeite ja auf dem Mac und deswegen muss ich das halt jetzt rüber kopieren auf den Windows-Rechner. Und dann gibt es halt im Windows in Documents gibt es einen Ordner Luxon. Wenn ihr da reinklickt, habt ihr einen Ordner Luxon Config und da drin liegen Backups. Und das sind die Backups, die die Luxon Config erstellt hat. Und ich kann jetzt hier einfach diesen Ordner nehmen und den einfach darüber ziehen. Und jetzt wurde der darüber kopiert und Windows hat jetzt Zugriff darauf, beziehungsweise die Luxon Config hat Zugriff. Wenn wir dann in der Luxon Config sind, gehen wir auf den Projektverwaltungs-Screen. Und ihr habt dann hier unten die Tools, wo ihr dann die SD-Karte formatieren könnt. Das heißt, wir klicken darauf, müssen das dann bestätigen, dass wir das machen wollen. Und wir haben jetzt hier auf der linken Seite die SD-Karte. Das ist eine 16 GB Karte. Wenn die bei euch nicht auftaucht, müsstet ihr einfach mal gucken, dass ihr die SD-Karte, die ihr habt, mit eurem Windows verbunden habt. Wenn ihr auf dem Mac arbeitet oder wenn ihr direkt auf dem Windows arbeitet, sollte das ja ohne Probleme funktionieren. Das heißt, wir wählen hier das Device aus, wählen dann unser Backup aus. Das ist ja hier das letzte. Und haben jetzt den Punkt Formatieren. Das heißt, wir müssen hier auch noch sagen, was wir formatieren wollen. Da gibt es halt den Miniserver Gen 1, Miniserver, Autoserver, Intercom. Dadurch, dass wir jetzt den Miniserver formatieren wollen, wähle ich jetzt das aus. Klickt dann gleich hier auf Formatieren und dann dauert es halt eine ganze Weile. Also ich habe das vorhin schon mal getestet, ob das alles funktioniert und da lief es so, weiß ich nicht, 15 Minuten ungefähr. Wenn ich Glück habe, ist es jetzt ein bisschen schneller, aber für euch im Video geht es dann natürlich super schnell. Und dann, sage ich mal, formatieren wir mal diese Karte. Ja, wir wollen das wirklich formatieren. Sehr gut, das Formatieren war jetzt erfolgreich, das hat so ja 12 bis 15 Minuten ungefähr gedauert. Das lag aber auch daran, dass meine SD-Karte einfach eine relativ langsame SD-Karte ist und die halt nicht für den Einsatz dafür vorgesehen ist oder sinnvoll ist. Aber für diesen Test heute reicht es definitiv aus, um euch mal zu zeigen, dass auch diese SD-Karte wunderbar funktioniert. Dann können wir das hier beenden und ich werde euch jetzt noch mal schnell den Disk Utility aufmachen. Disk Utility. So, wenn wir jetzt hier im Disk Utility mal gucken, sehen wir hier, dass wir jetzt die Luxon SD-Karte haben und 4 Partitionen davon angelegt wurden. Und wir können diese Karte jetzt ganz einfach in den Miniserver stecken und dann sollte der Miniserver mit der Version des Backups wieder funktionieren. Und genau das werde ich jetzt mal machen. Das heißt, ich renne mal schnell rüber in mein Wohnzimmer, mache den aus, stecke die SD-Karte rein und dann sollten wir sehen, dass der wieder da ist. So, der Miniserver startet gerade neu. Man sieht halt hier, dass es aktuell nicht funktioniert. Er versucht sich zu verbinden, aber es dauert halt einen kleinen Moment, bis der Miniserver halt wieder da ist. Das ist ja auch logisch. Ja, der Miniserver läuft wieder. Wir haben jetzt hier auch die Nachricht, dass der neu gestartet wurde. Das ist natürlich richtig und alles funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt hier Licht einschalten und das Licht geht an. Und wenn ich sage aus, geht das Licht halt wieder aus. Und so einfach kann es sein, eine
SD-Karte neu zu bespielen, im Fall, dass der bei euch oder dass die bei euch kaputt geht. Und ich gehe jetzt wieder meine originale SD-Karte reinpacken, weil die aktuell drin liegende einfach ein bisschen zu langsam ist. Ein super spannendes Thema und ich muss sagen, auch ich habe mich hingestellt und habe die Augen zugemacht. Ich sehe das Problem nicht, das ist gar nicht da. Und wenn es dann gekommen wäre, hätte ich halt da gestanden, ohne Peilung, was ich tun muss. Jetzt bin ich halt informiert, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Und selbst wenn ich das in der Zwischenzeit vergessen habe, kann ich mein eigenes Video schauen und weiß dann, was ich tun muss. Meine Empfehlung für euch wäre dann, definitiv legt euch ein Backup an, damit ihr auf der sicheren Seite seid und kauft euch eine zweite SD-Karte, die ihr einfach daneben legt, just in case, also wenn man die dann braucht. Ich hoffe für alle, dass ihr nie in dieses Szenario kommt, dass ihr genau sowas machen müsst und damit alles funktioniert. Aber es ist halt normal, Technik geht halt irgendwann kaputt, gerade wenn auf SD-Karten viel geschrieben wird, dann passiert es schon mal, dass die Karten ihren Geist aufgeben. Wenn dir was Witziges passiert ist, vielleicht in der Vergangenheit oder so, dann schreib mir das doch mal in die Kommentare und dann können wir uns darüber ein bisschen austauschen. Für alle Community-Leute unter euch haben wir jetzt einen Discord-Server. Wir sind von Telegram rüber zu Discord, weil wir da einfach viel mehr Möglichkeiten haben, um Fragen und Support zu beantworten, die auch dann für andere einsehbar sind, wo man dann nachschauen kann. Das heißt, wenn du Fragen hast, wenn du Support brauchst oder so, dann komm einfach in die Community und da gibt es genug Leute, die dir halt helfen können. Und das ist dann halt einfach eine schöne Sache für alle. Wenn du mich unterstützen möchtest, wäre es das Einfachste, wenn du einfach den Kanal abonnierst. Und wenn du dann noch die Glocke aktivierst, kriegst du eine Nachricht, wenn ich ein neues Video veröffentlicht habe. Und damit wünsche ich dir viel, viel Spaß bei dem, was du gerade so Schönes tust in der Welt. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.